Kaum in Kanto angekommen, steht auch schon der erste Arenaleiter vor uns, Major Bob mit seinen Elektro-Pokémon. Wir wollen uns den ersten Kanto-Orden erobern, aber der Amerikaner ist saustark. Allerdings nicht so klug, was den Arena-Aufbau betrifft, denn sein Rätsel ist kaputt. Normalerweise musste man zwei Schalter finden und konnte dann erst zu ihm. Aber der Gute scheint technische Schwierigkeiten zu haben. Naja, spielt mir in die Karten, also kann es mir total egal sein. Ja, und wir haben auch im letzten Part endlich den Metallmantel bekommen. Und das bedeutet, dass ich Onix nun zu Stalos weiterentwickelt habe. Und ob der was bringt, sehen wir auch gleich hier in diesem Kampf. Hey, du Windelpupser! Das muss ich dir lassen. Es ist nicht sehr weise, mich herauszufordern, aber es ist mutig. Wenn es um Elektro-Pokémon geht, bin ich die Nummer 1. Ich habe das Schlachtfeld nie als Verlierer verlassen. Ich grille dich, wie ich es mit meinen Feinden im Krieg tat. Was? Du hast deine Feinde gegrillt? Bist du da mit einem Bunsenbrenner rumgelaufen oder was? So wie in Battlefield 3. Okay, krass. Wow, und der Typ hat wenigstens ziemlich viele Pokémon dabei. Das gefällt mir. Nicht so lame wie ein Johto. Hier hat man wenigstens drauf geachtet, ein gescheites Team aufzubauen. So, und Raichu ist natürlich schon eine Hausnummer. Hat aber für gewöhnlich keine Chance gegen ein Erdbeben. Und die ganzen physischen Attacken kannst du dir bei Stalos sparen, liebes Raichu. Der Ruckzuckhieb juckt nicht im geringsten. Yeah, und ich finde, Stalos Sprite sieht sehr gut aus. Weil er guckt so mürrisch rein und macht gleich klar, dass der stahlhart ist. Ja, komm, der Nächste, der Nächste. Stalos macht sie alle platt. Noch ein Erdbeben hinterher. Jetzt haben wir glücklicherweise auch endlich Step auf die Stahlattacke. Aber die nutze ich wirklich nur, wenn es nötig ist, weil Eisenschweif hat halt nun mal keine so gute Genauigkeit. Und Erdbeben ist geil genug. Also, wieso zum Teufel sollte ich was anderes einsetzen? Aber jetzt werde ich vielleicht mal wechseln, weil das wird dem Stalos hier zu lame. Und Magneton eignet sich immer ganz gut zum Schmelzen. Deshalb darf sich Weekend kurz damit vergnügen. Los, Feuersturm. Super, trifft. Sollte der KO sein. Ach, das ist ja ein Kinderspiel hier. Aber auch kein Wunder, wir sind ja schließlich der Pokémon-Liga-Champ. Und als Champ ist man nun mal die Nummer 1. Das scheint dem guten Major Bob nicht zu schmecken. Aber ist mir total egal. Ich frage mich gerade, warum hat der bitte schon 2 Elektroball? Also, Elektro-Pokémon gibt es doch schon ein paar. Und hätte man mit Sicherheit auch in Generation 2 Doppel-Pokémon vermeiden können. Aber na gut. Lieber so als ein Pokémon weniger, ganz ehrlich gesagt. Andererseits, wenn der jetzt hier eine Pussy-Taktik fahren will, dann werde ich ganz schnell aggressiv. Hoffentlich wird das ein Critical Hit. Nee, schade. Hätte er aber verdient gehabt. Stalos mühelos am Wegsweepen. Jetzt kommt noch Electek. Das ist wohl das zweitliebste Pokémon von Major Bob. Also zumindest glaube ich, dass das Raichu sein Lieblings-Pokémon ist. Und dann kommt halt hier das Electek. Oh, wobei, das ist zumindest am stärksten gelevelt. Die anderen waren nur so im 40er-Bereich und der kommt jetzt plötzlich mit 46 daher. Aber Stalos ist nach wie vor unbeeindruckt. Lichtschild, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Auswirkung hat. Aber ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht, ob der Bodentyp in der zweiten Generation speziell oder physisch war. Ich glaube aber physisch und es sieht nach physisch aus, ja. Ja, normalerweise keine Frage, Erdbeben ist keine Spezialattacke, aber in den ersten 3 Gens ist das Ganze halt noch ein bisschen anders gewesen, ne? Haben wir ja schon zigmal besprochen. Immer so eine kleine Verwirrung. Hauptsache besiegt und Donnerorden erhalten. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare posten, ob der Bodentyp jetzt hier in dieser Generation physisch oder speziell ist.
Der Donnerorden erhöht den Initiativewert deiner Pokémon. Du darfst stolz darauf sein, mich besiegt zu haben, hörst du? Naja. War jetzt keine so große Herausforderung, mein Freund. Ich meine, gut, dein Team war schon nicht schlecht, aber du hattest nicht wirklich ein Mittel gegen mein Stalos. Und das ist ein bisschen peinlich, weil ich meine, in einem Electek kann man doch mit Sicherheit Feuerschlag beibringen. Oder, ja, sowas eben. Irgendwas. Aber er hat das über sich ergehen lassen und ist krepiert. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal in Urania City um. Ich bin der Angler, der ältere der Anglerbrüder. Hast du den Profi-Angler am See des Zorns getroffen? Er träumt davon, das größte Carpador der Welt zu sehen. Falls es dir nichts ausmacht, könntest du ihm jedes Carpador zeigen, das du fängst? Wer weiß, vielleicht fängst du das Carpador seiner Träume. Ich habe ja auch nichts Besseres zu tun, oder? Zumal man nicht mal einen richtigen Preis dafür bekommt. Ich glaube, man kriegt nur so einen Äther oder irgendeinen Scheiß, was man echt an jeder Ecke findet. Also macht euch da bloß nicht die Mühe. Sollte ich mich irren, dann könnt ihr mich in den Kommentaren jetzt schimpfen, aber ich glaube, da gibt's wirklich nichts Besonderes. Ach, du hast da einige Orden, die ich noch nie gesehen habe. Ah, jetzt begreife ich es. Du hast sie in Johto erhalten. Exakt, Kitty. Auf dem Schnellboot findet man viele Trainer, gegen die man kämpfen kann. Richtig. Selbst wenn man alle Trainer des Spiels besiegt hat, gibt es immer wieder neue auf der MS Aqua. Aber, ja, die werden auch nie stärker und irgendwann wiederholen die sich auch. Aber man kann halt immer wieder gegen die kämpfen. Kampffahnder oder sowas gab es damals nicht. Vor Dictas Höhle liegt ein schlafendes Pokémon. Das wäre eine fantastische Gelegenheit, es zu fangen. Aber wie weckt man es auf? Ja, und das ist so eine Sache, die werde ich nie begreifen. Ich meine, das Relaxo schläft schon. Warum zum Teufel muss man es aufwecken und kann es dann erst fangen? Das ist doch total unlogisch. Zumal ich es wieder einschläfern könnte und dann immer noch die Bälle werfen kann. Es ist einfach einer der größten Logikfehler der Pokémon-Geschichte. Mein Pokémon ebnet das Land für ein Bauwerk. Aber ich habe nicht genug Geld für das Projekt. Ja, und wieso hast du dann hier den Guten schon ackern lassen? Da denkt man doch vorher drüber nach, Junge. Und das Grundstück hat schließlich auch was gekostet, nehme ich an. Was für ein Depp. Im Laufe vieler Jahre haben die Dicta einen langen Tunnel gebaut. Dieser Tunnel führt zu einer weit entfernten Stadt. Könnte ich mir glatt mal ansehen. Wenn nicht das scheiß Relaxo darum liegen würde. Nö. Es gibt 8 Arenen, Kanto. Das große Gebäude ist die Pokémon-Arena von Urania City. Weiß ich. Ich habe gerade den 3. Arenaleiter von Kanto besiegt. Ja, Leute, wirklich, den 3. Wir fangen nicht beim 1. an. Das ist ein bisschen komisch, aber nun gut. Ich möchte nach Safronia City, um den Magnetzug zu sehen. Hast du schon den Magnetzug gesehen? Er fährt nach Dukatia City in Johto. Ja, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, um schnell von Kanto nach Johto zu kommen oder umgekehrt. Ansonsten muss man es so unnötig machen, wie ich es im letzten Part getan habe. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit, mit dem Schiff zu fahren. Wir sollten also so schnell wie möglich nach Safronia City, um den Magnetzug schnell erreichen zu können. Ich liebe es, wie Pipi mit seinem Finger wackelt, wenn es Metronom anwendet. Entzückend. Ja, das finde ich tatsächlich auch ziemlich süß, muss ich sagen. Doch, das hat was. Schau dir mein süßes Lorblatt an. Das Blatt auf seinem Kopf ist so goldig. Das ist ein Myrabla. Aber egal. Unser Vorsitzender ist sehr redselig in Bezug auf Pokémon. Ja, das war er schon immer. Damals hat man was Schönes bekommen. Ist das jetzt auch der Fall? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe über 150 Pokémon aufgezogen. Ich bin sehr hobbylos, das stimmt wohl. Aber egal, ich bin auch sehr kleinlich, was Pokémon betrifft. Bist du extra hierher gekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Ja. Sehr schön, dann hör gut zu.
Also, am liebsten habe ich Galoppa. Es ist süß, lieb, klug, anmutig und wunderbar. Nicht wahr? Also meine Argumentation ist wirklich 1A. Zu sehr. Wild, schön, liebenswert. Ich verehre es einfach. Ich knuddle es, weil es schläft. Warm und weich und oh, so sensationell. Oh, ja, geil. Oh, mein Gott. Wie doch die Zeit vergeht. Ich habe dich zu lange aufgehalten. Danke, dass du mir so lange zugehört hast. Das möchte ich dir geben. Was für ein Dummschwätzer. Der Typ kann überhaupt nichts begründen und labert einfach nur irgendeinen Fanboy-Gequatsch runter. Früher hat man ein Radcoupon bekommen, also man konnte sich ein ganzes Fahrrad umsonst holen und jetzt speist er einen mit einem Sonderbonbon ab. Schaut so aus, als hättest du nicht mehr so viel Geld, was? Meine Pokémon sollen lieber durch ihre Kämpfe stärker werden als durch diese scheiß Drogen. Du kannst es haben. Wer weiß, was da drin steckt. Ja, der Industrie kann man nicht trauen, da hast du schon recht, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Wer weiß, wann wir es gebrauchen können. Gut, dann hätten wir Orania City gesehen. Ist ja größtenteils noch so geblieben wie damals. Und das Galaxo ist auch noch da. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Weg hier einzuschlagen. Denn sonst kommen wir nicht weiter. Und auch auf den Routen spielt eine völlig neue Musik. Schön! So, dann wollen wir noch mal sehen, was diese zwei älteren Herren hier für Pokémon besitzen. Ah, es ist ein Poké-Fan. Die haben ja meistens eher so süße Pokémon, die nichts drauf haben. Und wenn ich das so sehe, dann fühle ich mich auch direkt bestätigt. Man muss halt leider sagen, dass diese ganze Sache mit Kanto und so schon ein kleiner Kritikpunkt ist. Nee, nicht nur ein kleiner, sondern ein großer. Denn die Entwickler haben es versäumt, einen Schwierigkeitsgrad aufzubauen. Also die Levelkurve ist hier noch schlimmer als in Johto und man wird sehr, sehr viele Trainer antreffen, die halt einfach schwache Pokémon bei sich tragen und wo es sich nicht so wirklich lohnt, gegen sie zu kämpfen. Ich glaube, das liegt daran, dass man damals einfach mehr auf die Vielfalt der Pokémon geachtet hat. Weil ich glaube, man sieht sehr, sehr viele Pokémon, die man in Johto noch nicht gesehen hat und ich glaube, beziehungsweise ich interpretiere daraus, dass Game Freak lieber mit den ganzen Trainern den Pokédex füllen wollte, als wirklich eine Challenge zu bieten. Wohl auch, weil sie der Meinung sind, dass man die Challenge ja in den Arenen bekommt. Was auch gar nicht so falsch ist. Aber zwischendurch gibt es nun mal sehr, sehr viele unnötige Kämpfe. Diese zwei zähle ich definitiv auch dazu. Obwohl die beiden eingesetzten Pokémon tatsächlich sehr süß sind. Ja, und am Moveset von Knight Rider muss ich jetzt eigentlich auch was ändern, weil er ist ja kein... Oder? Moment, bevor ich mich jetzt hier blamiere, ist er noch ein Stein-Pokémon? Nee, oder? Sie wird doch zu Bodenstahl. Weil Stalos existiert ja hauptsächlich deswegen, weil es den Gesteinstyp wegnehmen soll, weil der ja so schwach ist. Das finde ich gerade echt blöd. Moment. Wo steht denn das zum Teufel? Ah, hier, Stahlboden. Ja, ja, genau, passt. Sehr gut, das ist besser so. Dann haben wir nämlich schönen Step auf Erdbeben und bessere Defensive. Stahltyp ist sowieso 1000-mal besser als Gestein. Ja, Steinwurf können wir somit nicht mehr gebrauchen. Kreideschrei ist auch eher unnötig. Und der Rest passt eigentlich, ne? Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Was denn für ein Problem? Tunnelpfad, Azuria City, Orania City. Willst du mir nicht sagen, oder was? Oh Mann, was ist denn mit Kanto los? Ich bin wohl wirklich zu einem falschen Zeitpunkt hergekommen. Erst blockiert ein Relaxo den Weg. Dann ist der Tunnel im Arsch. Ich hoffe mal, der ist nicht eingestürzt oder so. Naja, dann spazieren wir hier einfach durch. Ich hoffe, das geht wenigstens, weil früher musste man diesen Typen immer Wasser bringen. Sonst wollten sie ihn nicht durchlassen. Willkommen in Saffronia City, der Heimat des Magnetzugs. Das sage ich sonst immer, aber der Magnetzug fährt momentan nicht. Die Stromzufuhr ist unterbrochen, weil es im Kraftwerk ein Problem gibt. What? Sag mal, ist die ganze Region gerade im Stillstand oder? What the hell? Na gut, dann sehen wir uns eben in Saffronia City um. Du bist von Joti hergekommen? Wenn der Magnetzug läuft, bist du ganz schnell wieder zu Hause. Ja, das freut mich, aber... Er läuft halt nicht, ne? Es läuft aktuell einfach nicht.
Haus von Mr. Psycho. Oh, sag mir bitte, dass du Psychokinese für mich hast, Dude. Ja, sag was. Du wolltest es so. Ja, ich wollte es so. Danke. Yes. Endlich. Ist das ein schönes Gefühl. Jetzt brauchen wir nur noch Gigasauger und die Welt ist schön. Ist das geil, oh yeah. Da wirst du dich freuen, JLP. Jetzt kannst du endlich auch richtig austeilen. Oh, I like that. Seher kommt weg. Braucht kein Mensch. Weil es nicht mal sehr effektiv sein kann. Ich glaube, bis zur vierten Generation habe ich in den Comics gelesen, beim Pokémon-Liga-Part. Weil da habe ich mich ja gewundert, wieso das nicht sehr effektiv getroffen hat. Und da wurde mir gepostet, dass Seiya wohl in den früheren Gens eine eher beschissene Attacke war. Zumal es nicht mal 120 Stärke hatte, sondern nur 80. What the heck? In Vertania City gibt es ein Haus für Trainer. Dort treffen sich Trainer der ganzen Welt. Klingt nach einer guten Spezial... Session für mich. Aber wir müssen halt erstmal nach Vertania City kommen, nicht wahr? Das ist die Silvko, berühmt für ihre Pokémon-Artikel. Oh, und für den Team Rocket-Überfall vor 4 Jahren. Ja, in der Tat. Hat sich denn seitdem was getan? Willkommen. Das ist das Bürogebäude der Silvko. Ah, ihr habt endlich Wachpersonal eingestellt. Sorry, nur das Personal hat hier Zutritt, weil wir können einfach kein Risiko mehr eingehen, ne? Du weißt schon, was passiert ist, hast du Zeitung gelesen, ne? In der Bild stand's ganz groß. Jeden Tag wurden wir gedisst von der Bild, Mann. Fuck. Auf jeden Fall, ich kann niemanden mehr durchlassen, aber als Trostpreis kann ich ja ein Upgrade geben. Ja, Upgrade ist ganz schön. Damit kannst du dein Porygon weiterentwickeln, aber frag mich nicht, zu welchem Pokémon. Ich will kein Scheiß labern. Aber es müsste Porygon 2 sein, oder? In der vierten Generation kam dann noch Porygon Z dazu. Aber jetzt gibt es, glaube ich, nur Porygon 1 und 2. Ich will mich da nicht drauf festlegen, aber ich glaube es. Sorry. Hier lebt ein kleines Mädchen, das hervorragend Menschen nachahmt. Sie imitiert sogar Menschen, mit denen sie sich gerade unterhält. Das ist sehr verwirrend. Ja, es klingt sehr strange. Yo, Bro, ich finde es unheimlich, wenn ich zum ersten Mal einen engen Gang betrete. Wieso kriege ich dabei so komische Gedanken, die ich nicht aussprechen möchte? Meine Tochter macht gerne Menschen nach. Dieses Hobby hat ihr den Spitznamen Nachahmerin eingebracht. Nachahmerin also, okay. Und du meinst, dass sich das in der Schule gut tut? Ich weiß es ja nicht. Ich bezweifle es. Bist du diese Tochter? Nein, nein, ich bin die Mutter. Aber danke, dass du mich so jung einschätzt, obwohl ich 40 bin. Meine Tochter ist sehr ich-bezogen. Sie hat nur wenige Freunde. Oh, siehste? Wirkt sich also doch ziemlich beschissen aus. Wusste ich's doch. Ja, aber im Ernst. Mir würde das auch auf den Sack gehen, wenn mich ständig jemand nachmachen würde. Wobei, da gibt's ja einige Kandidaten auf YouTube. Naja, muss man drüber hinwegsehen, nicht wahr? Hi, du musst Pokémon mögen. Nein, nicht ich. Ich habe dich gefragt. Bitte? Du bist seltsam. Was? Hä? Hm? Das Nachahmen aufgeben? Aber das ist meine liebste Beschäftigung. Oh Mann, was ist bei dir bitte falsch? Ich glaube, du brauchst einen Psychiater. Das war schnell. So, die Sache mit Porygon habe ich mal eben nachgeguckt. Und das war richtig. Mit Upgrade entwickelt sich Porygon zu Porygon 2 und mit der Dubios-Disk wird es dann zu Porygon Z. Ja, ist ja auch logisch. Ich meine, warum sollten sie vorher Porygon Z einführen und dann erst später Porygon 2? Also da habe ich mir halt mit den Namen die Sachen ein bisschen erleichtert und es richtig abgeleitet. Hehe. Über unsere Stadt wurde mal im Radio berichtet. Es ist schön, oder der Bild. Es ist schön, dass deine Stadt für deine Stadt geworben wird, aber es ist auch ein bisschen peinlich. Vor allem, wenn man nur gehatet wird von dieser übergreifenden Tageszeitung. Ja, aber
Wenn ihr euch so billig überfallen lasst, dann habt ihr es irgendwie auch verdient, oder? Safronia City. Golden schimmernde Stadt des Handels. Oder Handelns. Handels. Hä? Was? Nochmal. Ich bin zu blöd zum Lesen. Handels, okay. Wegen des Silphco oder was? So, hier gibt's sogar zwei Arenen. Die Frage ist nur, können wir auch beide betreten oder nicht? Können wir überhaupt schon eine betreten? Weil es würde ja schon ziemlich schnell gehen mit der zweiten Arena jetzt, ne? Willkommen, Karate Dojo. Sieht schon mal gut aus. Ich ging zur Pokémon-Arena, weil ich unbedingt kämpfen wollte. Wie sich herausstellte, bin ich ausgerechnet in der verlassenen Pokémon-Arena gelandet. War mir das peinlich, ey. Verlassen? Das klingt schlecht. Man kann also doch nur eine Arena betreten. Schade. Früher gingen beide. Die eine war eine Kampfarena, wo man dann ein Pokémon bekam. Entweder Nocturne oder Kikli. Und die andere war die richtige, die Psycho-Arena. Ich esse gerade ein Big Mac, also sterbe ich bitte nicht. Habt ihr nicht gewusst, dass die Soße vom Clubhaus genau die gleiche ist wie die vom Big Mac? Voll schlau von McSL. Finde ich aber echt schlau, weil ich mag den Big Mac eigentlich gar nicht. Aber den Clubhaus feiere ich. Und die Soße von Big Mac mag ich auch, also von daher ist die Kombination echt geil, echt ziemlich schlau und geil. Ja, ich hab dir vorhin schon gesagt, dass es in Metanne City ein Haus gibt, deswegen frage ich mich, warum du mich nochmal ansprichst. Ich weiß es nicht, Entschuldigung, war ein Versehen. So, ich möchte mich jetzt mal eben von der verlassenen Arena überzeugen. Ist ja echt kein Schwein? Doch. Personal, das gerade am Putzen ist. Oder wer bist du? Hi. Der Karatemeister, der Leiter des Karate-Dojo, übt in einer Höhle in Johto. Ach so, ja, den haben wir ja schon getroffen, nicht wahr? Was liegt hier rum? Ein Fokusband. Aber natürlich kann ich es nicht aufnehmen, denn, ja, warum denn auch, nicht wahr? In meinen Beutel passt alles rein, außer normale Items. Das wäre ja schließlich zu viel verlangt. Okay, Calcium, wem donner ich das rein? Kriegst du mal. Genau. Und jetzt können wir das aufnehmen. Fokusband. War das nicht das Ding, das einen manchmal vom KO schützt? Könnte KO verhindern. Ja, tatsächlich. Dann gebe ich das doch mal vorübergehend dem Knight Rider, weil er sonst nichts hat. Der ist so arm und hat nichts. Und dann lesen wir mal diese Inschriften hier. Es geschieht, was geschehen muss. Aha. Feinde, wo man hinsieht. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, dann betrete ich diese Arena. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal beim Pokémon-Kristall.